nah, gastfreundlich und abwechslungsreich. Modern, nachhaltig. Herzlich willkommen in Palma. Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera und Cabrera sind die fünf Inseln der Balearischen Inselgruppe. Mallorca ist die größte dieser Inseln. Palma ist die Hauptstadt von Mallorca und hier lebt die Hälfte der Inselbevölkerung. Der spanische Staat ist eine Demokratie und ein Rechtsstaat. Und es sind die Institutionen, die das Zusammenleben zwischen den Bürgern regeln. Die Bürger wählen ihre Repräsentanten in den Institutionen. Si esteu en situació regular, podreu exercir el vostre dret a vot a les eleccions municipals. Die Beteiligung der Bürgerschaft ist die Form, in der die Menschen an den öffentlichen Angelegenheiten teilnehmen. Sie können dies individuell oder über Körperschaften tun. Die Gemeinde oder Stadtverwaltung ist die Verwaltung, die der Bürgerschaft am nächsten steht und der Hauptverantwortliche in dieser Behörde ist der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin. In Palma wird die Stadtverwaltung als Cort bezeichnet. Die Regierung von Palma steht diesem Cort zu. In Palma leben ungefähr 430.000 Menschen. 25% davon sind Ausländer. Katalanisch ist eine eigene Sprache, die auf den Balearischen Inseln gesprochen wird und sie ist neben dem Spanischen die offizielle Sprache. Es ist sehr wichtig, diese Sprache zu verstehen und zu sprechen. Das erleichtert die Integration und öffnet viele Türen. A Palma trabajará servicios y instituciones que te ayudará a aprender catalán y castellano es muy fácil. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und dürfen nicht aufgrund ihres Geschlechtes, ihrer Herkunft oder ihrer Religion diskriminiert werden. Was Palma zu etwas Besonderem macht, ist die Tatsache, dass man hier auf die Gleichheit in jedem Sinne setzt. Gleichbehandlung, Gleichheit zwischen Männern und Frauen. Die Stadtverwaltung setzt sich für die wirkliche Gleichheit zwischen Männern und Frauen ein. Jeder Person, die in Palma lebt und dort angemeldet ist, werden eine Reihe von Rechten garantiert. Sich anmelden heißt, sich in das Einwohnermelderegister eintragen. Das macht sie zu einem unserer Bürger. Auch Minderjährige müssen in das Einwohnermelderegister eingetragen werden. Es ist sehr einfach und es gibt sicherlich eine Meldestelle in der Nähe Ihres Zuhause. Falls Sie Ausländer sind, denken Sie daran, dass Sie diese Anmeldung alle 2 Jahre erneut durchführen müssen. Sobald Sie angemeldet sind, haben Sie das Recht auf medizinischen Beistand. Dazu müssen Sie einfach nur eine Gesundheitskarte bei Ihrem Gesundheits- und Ärztezentrum beantragen. Ortsansässige Ausländer haben ebenfalls ein Recht auf die grundlegenden sozialen Leistungen. Die Erziehung ist ein Recht der Kinder beiden Geschlechtes. Deshalb müssen die Väter und Mütter dafür sorgen, dass Kinder zwischen 6 und 16 Jahren die Schule besuchen. Es werden außerdem keinerlei Schulgebühren erhoben. Die Eltern haben das Recht, an der Erziehung ihrer Kinder teilzunehmen. Informieren Sie sich in der Schule. Die Elternverbände werden als AMIPAS bezeichnet. Sie vertreten die Familien und setzen sich für eine Verbesserung der Schulen ein. Alle Väter und Mütter können dem AMIPAS an der Schule ihrer Kinder beitreten. Si está regularizado, a partir de 8 años tendrá derecho a estudios superiores. Falls Sie eine Aufenthaltsgenehmigung haben, können Sie auch die Familienzusammenführung beantragen. Damit Sie Ihre Freizeit so richtig genießen können, gibt es in Palma ein umfassendes Angebot an Aktivitäten und Einrichtungen für den Sport, die Kultur und die Unterhaltung. Die Demokratie verleiht uns Rechte. Legt uns aber auch Verpflichtungen auf. Alle Bürger und Bürgerinnen sind für ein funktionierendes Zusammenleben und den Erhalt der Lebensqualität verantwortlich. Die städtischen Verordnungen regeln das Zusammenleben, die Rechte und die Verpflichtungen.
Zu diesem Zweck hat der Corp einige grundlegende und sehr einfach zu erfüllende Verhaltensregeln erstellt. Falls Sie ein Haustier besitzen, müssen Sie es an der Leine führen und den Kot aufsammeln. Zeigen Sie Respekt für die Stadt. Teilen Sie die öffentlichen Räume mit Ihren Mitbürgern und achten Sie auf das städtische Mobiliar. Zusammen müssen wir die Stadt sauber halten. Machen Sie nicht zu viel Lärm und beachten Sie die Mittags- und die Nachtruhe. Nachts darf man nicht singen, die Musik sehr laut stellen oder Bauarbeiten durchführen. Die Straßensicherheit geht uns alle an. Fahren Sie vorsichtig. Und vergessen Sie nicht, dass Palma eine nachhaltige Stadt ist. Fahren Sie im Bus, auf dem Fahrrad oder mit der U-Bahn, wann immer es möglich ist. Die örtliche Polizei sorgt für die Sicherheit der Menschen und achtet darauf, dass die städtischen Verordnungen und die Normen für das Zusammenleben erfüllt werden. Falls Sie Fragen oder Zweifel haben, erhalten Sie unter der Telefonnummer 010 oder auf der Webseite www.palmademallorca.es Auskunft. Woher Sie auch kommen und wie Sie auch sind, leben Sie in Palma und zeigen Sie Toleranz, Freiheit und Respekt. Genießen Sie diese offene, gastfreundliche und multikulturelle Stadt. Wir sind alle Palmer.